What's up, Bros? Und herzlich willkommen wieder zu einer nächsten Folge von Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft. Ich bin's, euer Tamo Wamo wieder. Und ja, Folge 12. Let's do this, Alter. Gucken mal, wo wir stehen geblieben sind. Geil, Alter. Spider-Man. Immer wieder geil. Und ich sag's immer und immer wieder, Alter. DLC lohnt sich definitiv, Alter. Wir sind kurz vorm Ende, Brüder und Schwestern natürlich. Und ja, ich kann mich nicht mehr so erinnern, wann ich zuletzt oder wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Achso, das war natürlich, Alter, wie könnte ich es auch anders da meinen oder vergessen, Alter. Der Kampf gegen Hammerhead, und da hat uns auf jeden Fall die Silver Sable auf jeden Fall, ein russischen Tag Team auf jeden Fall, zubereitet. Geholfen und ja, jetzt geht's weiter. Ich bin pumped, Mann. Pump it up. Yeah. Okay. Ich mach's bei die Arbeit, während ich auf Sables Anruf warte. Hey, ah. Was ist das? Was ist was? Churu! Mit Doppel R. Du verlässt die Mission. What the fuck, man? Warum verlässt du die Vision? Vision, Mission. Was ist mit den ganzen gelben Sachen? Ist das von irgendeinem Straßenkünstler? Ein Polizeibericht. Anscheinend wurde jemand bei einem Überfall getötet, aber es wurde nichts gestohlen. Was ist ein mit dem Sprachmemo. Sie leiden also unter arbeitsbedingtem Stress. Dann sind Sie hier richtig. Das ist mein Spezialgebiet. Habe ich gehört. Beschreiben Sie mir genauer, wie Sie sich fühlen. Ich schätze, ich setze mich selber sehr unter Druck. Ich will immer der Beste sein und mein Boss ist sehr anspruchsvoll. Was machen Sie beruflich? Sie stehen hier unter Schweigepflicht, richtig? Was ist das, Alter? Gut, denn wenn irgendwas diesen Raum verlässt, sind Sie tot. Auf der Akte steht 1 von 9. Es muss in der Stadt noch mehr davon geben. Hier sind ein paar GPS-Koordinaten. Ich liebe ja Schatzsuchen, aber irgendwas sagt mir, dass ich da nirgendwo eine Truhe voll Gold finden werde. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Könnten wir aber eventuell als Special-Folge nach der DLC-Story, also wenn wir die abgeschlossen haben, können wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen, Bros, wenn ihr das wollt. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare ganz gemütlich. So, jetzt bounce mir wieder weiter, Alter. Yes, yes. Ich bin nah an einem anderen Tatort. Ja, komm, wenn wir eh schon da sind. Karte der geheimnisvollen Person. Wenn wir eh schon da sind. Okay. Jetzt müssen wir das scannen, oder? Ach, da ist es ja. Ah, ne. Ah. Ja, okay. Müssen wir zu Ding? Schnitzeljagd oder was? Achso, da war das doch, oder? Habe ich mir eingebildet? Nur dass du es weißt, ich habe das Haus nicht verlassen. Freut mich zu hören. Was gibt's? Ah jo, da ist es. Ich habe den Polizeifunk gehört. In der Stadt passiert eine Menge. Und zwar die ganze. Das kommt mir bekannt vor. Der letzte Aufenthaltsort eines Magier-Informanten, der vor ein paar Monaten verschwunden ist. Haben Sie mir gerade gedroht? Wir sollten die Sitzung beenden. Sorry, Doc. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin etwas paranoid. Wie gesagt, stressiger Job. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Arbeit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Alltag. Ich wache auf und schaue auf mein Telefon. Der Boss sagt mir, um wen ich mich kümmern soll, dann frühstücke ich. Ich probiere gerade diese Keto-Diät aus, wissen Sie? Dann führe ich den Auftrag aus. Manchmal muss ich dann nach Hause und mich waschen. Nachmittags mache ich öfter Sport, danach Abendessen. Entschuldigung. Digga, was sind das für Arbeitsamtaufnahmen, Alter? Was heißt den Auftrag ausführen? Ich töte, wen mein Boss mir aufträgt. Ich bin ganz gut darin. Hab schon einige Erfahrungen. Der klingt wie ein Handlanger der Magier. Das scheint nur ein Teil der Geschichte zu sein. Ich sollte nach weiteren solchen Orten suchen. Okay. Den Rest erledigen wir auf jeden Fall in so einer Special-Folge. Wie schon erwähnt. Miles haben wir mal kurz weggedrückt.
ganz gemütlich. Ja. Hey, ich bin zurück. Wo waren wir? Ich habe den Polizeifunk gehört. In der Stadt passiert eine Menge. Und zwar die ganze Zeit. Ziemlich überwältigend, was? Wie schaffst du das? Ich meine, du kannst ja nicht überall sein. Oh, weißt doch. Du noch, was May immer sagte? Hilfst du einem, hilfst du allen. Ja, aber ich habe nie verstanden, was sie damit meint. Weil du auch ein Keck bist. Weißt du noch, die Frau, die mit ihren beiden Kindern ins Kies kam? Die, die zwangsgeräumt wurde? Ja. Als sie wieder einen Job und eine neue Wohnung hatte, sagte sie, sobald mein erstes Gehalt da ist, spende ich so viel wie möglich. Digga, red doch nicht mit dem so unnötig, Mann. Lass doch mal jetzt eine Mission machen. Was ist denn los, Alter? Die anderen. Helfen wirkt wie ein Multiplikator. Ganz genau. May war wirklich ziemlich toll. Die tollste. Ich schicke dir eine Adresse, sobald ich hier fertig bin. Ist sie tot? Bereit. Und bring diese Netzschießer mit. Endlich! Krass. Tante May, Alter. Rest in Peace. Ja, ansonsten müssen wir uns noch ganz kurz die Zeit vertreiben, bis wir hier angerufen werden oder so. Aber gebt euch doch mal diese Graphics, man. Das große Penis. Voll große Verantwortung. So, Alter. Schwingen wir uns mal weiter. Ja. Wo soll ich anfangen? Ich bin mal gespannt. Also, ich war nie so der Comic-Fan oder so. Damals habe ich so Spider-Man so. Abgesehen von den Filmen gab's das doch mal so als Comic auch, so eine Comic-Serie. Auf Fernseher. Auf dem Fernseher drauf, ja. Im Fernseher auf jeden Fall. War aber schon lange her, Alter. Und ja. So richtig. Mit den ganzen Schurken und alles bin ich jetzt nicht so bewandert, deswegen sagt mir eigentlich auch Silver Sable nicht. Da gibt es bestimmt den ein oder anderen Comic Freak, der auf jeden Fall mich jetzt ganz fürstlich auslachen würde. Für dieses gefährliche Halbwissen, was ich habe. Und ja, Black Cat genauso. Digga, wen kenne ich eigentlich? Sagen wir mal. Ich kenne Marvel. Boah, ich kann nicht mehr unterscheiden, was DC und Marvel ist. Also DC ist auf jeden Fall. Batman, Iron Man und so. Marvel. Das ist eine gute Frage, Alter. Also, bei Wer wird Millionär? Wenn das jetzt die erste 1-Million-Euro-Frage ist, ey, dann hätte ich 2500 Euro auf jeden Fall mitgenommen. Das wäre sicher. Sollen wir jetzt hier ein paar Verbrechen machen, bevor jemand. Ah, okay. Ich bin bereit. Komm zu meiner Basis. Ich wollte schon länger fragen, wie kannst du eine Basis in der Stadt haben, von der ich nichts weiß? Okay, bis bald. Da haben wir den Teufel gerufen. Mittendrin auf. Vielleicht war das gar keine Absicht, sondern wir wurden unterbrochen. Dann wartet sie vielleicht auf einen Rückruf. Kein Guthaben mehr auf ihrer Handykarte. Ich meine, sie nutzt vermutlich internationales Roaming und das ist echt teuer. Ah ja, aus Russland oder brauchen wir auf jeden Fall Pripre. Sie musste ganz dringend ihre Waffen polieren. Oder es ist ganz einfach. Die offensichtlichste Erklärung dafür ist, sie hasst mich. Höchstwahrscheinlich, Bro. Logik verdirbt einem echt jeden Spaß. Okay, wipe out. Ist wieder da. Los, an die Arbeit. Wo ist jetzt diese Basis, von der du geredet hast? Krasses Teil. Wow. Na klar. Das Spielzeug ist echt cooler als meins. Ja, Mann. Man kann sich das einfach holographmäßig auf jeden Fall Ding, Alter, entwickeln lassen oder so projizieren. Wie der Bulgare sagen würde. Projection. Mann, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Anzug. Ich habe mich schon satt gesehen. Aber der Mod ist geil. Muss man öfters also, dran denken beim Kampf. Ich liebe diese unsichtbare schwimmende Festung. Aber nachdem sie jetzt ganz New York gesehen hat, wird Hammerhead sicher bald hier sein. Da bin ich ganz sicher. Also müssen wir uns beeilen.
Okay, sag mir, was ich machen soll. Ich habe ein Klasse 5 Laserarray beschafft. Wir müssen es kalibrieren, damit es nicht überhitzt. Kalibrieren. Bin ich ein Meister der Kalibrierung? Dann mal los. Okay. Okay, wunderbar, ne? Was zuerst? Und jetzt das Gehäuse einpassen. Bin dabei. Ah. Wow, netter Laser. Gehäuse sitzt. Und fertig. Wir sind nicht fertig. Oh. Wir müssen die Zielfeldantennen zurücksetzen. Na klar. Ziel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Verlass den Hangar und navigiere zur Spitze der nahen Transmitter. Okidoki. Wir sollten alles über die Strategie reden. Meinst du nicht? Was gibt es da zu reden? Wir finden ihn und richten den Laser auf seine Kopfplatte. Der Laser erhitzt die kritische Temperatur, was seine Molekularstruktur verändert. Und ihn weich macht. Und ich schlage ihn bewusstlos. Soweit, so gut. Aber könnte das nicht sein Gehirn schmelzen? Wenn der Wolf Schafe reißt, dann wird er vom Schäfer erschossen. Okay. Digga. Aber vergiss nicht, Schäfer. Niemand wird getötet, okay? What the fuck? Jetzt haben wir's. Das haben wir schon da gemacht. Okay, dann ab zu den anderen Antennen. Zur Kalibrierung. Okay, wir machen mal kurz hier und dann da und dann und dann so und dann hier. Fertig. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Jetzt müssen wir die Ziel- und Leistungspegel testen. Cool. Moment. Ich werde doch nicht beschossen, oder? Noch nicht. Aber du musst diese Ziele starten. Okay. Okay, Ruska, werde ich für diesen Baustelljob auf jeden Fall mindestlohnmäßig bezahlt von dir, oder wie sieht's aus? Bereit. Bomben los! Getroffen! Los! Noch ein paar mehr! Von hier aus, das macht Spaß! Sorry, guys. I'm sorry. Ah, die braucht noch mehr. Und es geht weiter! Guter Schuss! Ist das Tontaubenschießen für Militärkräfte? Vielleicht einmal noch, bitte? Jetzt! Ja, tja, in uns allen steckt doch ein Kind. Die hat Reflexe wie eine Katze. Komm, reicht das nicht? Bin unterwegs. Wir müssen den gyroskopischen Navigationsstabilisator einstellen, um das Gewicht des Lasers Aber klar doch. Paar Gyrospieße einstellen. Geh zu dem Terminal und warte, bis ich das System aktiviere. Zu welchem? System bereit. Ich mach das. Okay, das müsste gehen. Hammerhead! Da ist der Bruder! Ihr zwei seid jetzt ein Team? Süß. Aber das wird euch nicht helfen. Jetzt geht's ab. Fable? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Geschafft. Bist du hin? Ich versuche. Man. Danke. Kurze Schaukel. Endlich, was ich habe, das falsch gemacht habe. Okay. Kurze Schaukel. Fast geschafft. Sobald ich euch getötet habe. Jetzt aber. Nein, die Schaukel geht doch dahin, Alter. Komm. Zieh. Ja, Mann. Jetzt kann ich nah an ihn ran. Auf! Kriegst du hier paar Schläge in your Hammerhead, Bruder! bitte nicht! shit, Alter! Zack! Ihr gebt einfach nicht auf, oder? Ja, komm! Ich greife ihn doch an! Shit! Okay. Pam. Okay, ich konzentriere mich mal auf jeden Fall auf meine Gesundheitsanzeige. Ich muss schneller sein. Komm her, Bruder. Shit, Alter. Komm her. Jetzt. Säbel, greif an. Schieß!
Jetzt kann ich richtig punkten. Jetzt, Alter. Komm, links, rechts, 8, 7. Zack. Und kein Respekt. Brutus Druf. Was ist noch nötig? Kein Respekt. Bist du mein Amjad aus? Wer Respekt verdient? Jemand, der weiß, wann Schluss ist. Starte Bockmappus. Jetzt. Jetzt, gib ihm böse. Verdammt, verfehlt. Versuch's weiter. Der nächste trifft garantiert. Okay. Der ist eine krasse Ausrüstung oder Rüstung bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall bestimmt mehr Power. Bleib auf Distanz. Lass ihn nicht den Kopf einsetzen. Guter Tipp. Ah, auf Distanz. Okay. Komm her. Ja, komm, schieß. Zack. Scheiße. Ja, komm doch. Wo sind deine Bomben, Alter? Mach ich auch. Verdammte Scheiße, Mann. Ich hab die doch in der Hand gehabt, aber... Ja, komm. Komm. Zack. 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 Jetzt ist der mal kurz. Hier, komm her, Bruder. Komm. 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 Oh, shit. Na, okay. Komm her. Du willst was machen? Oh, oh, shit. Komm. Fighten wir mal kurz. Wie in echt. Zack, 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 zack. Scheiße. Scheiße. Bam. Werf ein paar Bomben ab und die tun wir auf den Bruder. Kurz. Komm. Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben will. Jetzt. Sable. Schieß. Schwester! Das ist jetzt meine Chance. Komm, jetzt kriegst du hier kurz Schläge in your head, Alter. Pop, pop, pop. Oh, shit. Was müssen wir nochmal machen? Oh. Jetzt kriegst du ein paar Bomben ab, oder? Einmal, zweimal. Ah, shit. Zack, komm her! Ah. Oh shit! Okay, das war gefährlich. Krieg doch kurz hier ein paar Spinnets ab. Ey, Digga, das war nicht schlau. Komm, weg von hier. Dann wieder zu E. Er hat mich. Verdammte Scheiße, Mann. Ist ein bisschen leichtsinnig, Mann. Aber wir hätten ihn fast gehabt, ey. Komm nochmal. Achtung, mach dich bereit. Komm. Nimm das! Ja, ich hab ihn! Ja, ist ja okay, Alter. Ist okay. Komm. Ein paar Schaukeln kriegst du jetzt ab. Oh, shit. Zack, zack, zack. So. Jetzt, Bruder. Gib mir mal einen Laser kurz auf die Stirn, ey. Das ist meine Chance. Jetzt kriegst du was ab. Komm. Zack. Fuck you and your motherfucking ass. Lass ihn nicht den Kopf einsetzen. Mach ich auch, Bruder. Tolle Technologie, Sibyl. Zuschalte, dass sie jetzt dich ausschaltet. Oh, man fickt mich. Komm. Schild ist zu stark. Ich muss es deaktivieren. Ja, dann schieß doch ein paar Bomben ab, Alter. Komm mal. Zack, Alter. Jetzt auf ihn. Ey, 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 ey. Das war's mit dir. Ah. Hab was für dich, Spinne. Zack, 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 scheiße, Alter. Oh. Mann, die erste Runde war geil. Shit, ficken, Mann.
Zu leichtsinnig, Alter. Wenn wir uns konzentrieren, schaffen wir alles. Ah. Ihr könnt mich nicht besiegen. Das tue ich doch gerade. Ah. Ah, oder komm. Du ziehst den ab hier. Dann den. Komm. Ah. Das schaffen wir. Also beim anderen ist er viel stärker, dieser Boss. Unzerstörbar, was? Eher nicht. Gib auf. Ich bräuchte wirklich viel Ruhe! Ich lassen. Okay. Jetzt konzentrieren wir uns mal kurz. Die Bomben haben wir verpasst. Weil wir ein Honk sind. Komm. Komm jetzt! Mein Schild ist zu stark! Ich muss es deaktivieren! Das war's mit dir! Okay. Jetzt aber! Jetzt aber! Komm! Oder? Jetzt! Jetzt nochmal, Alter! Jetzt haben wir dich, Alter! Was ist denn los? Hä? Was ist los? Was ist los, du Hure? Du Hure! Ihn. Dann musst du springen. Digga. Hey, jetzt geht's ab. Und ciao. Oh shit. Wenn der das überlebt hat. Und er hat überlebt. Hat das von Terminator, Mann? Ganz leicht. Der ist mies drauf, Mann. Der will auch nicht aufgeben. Oder doch? Ah, das hat Spaß gemacht. Hey, wie wär's mit Abendessen? Ich weiß, wo es gute Pizza gibt. Mit Sujuk. Ich muss zurück nach Symkaria. Stimmt. Ah, Symkaria, Alter. Ich dachte Bulgaria. Ich kämpfe nicht zum Spaß. Ich tue es, um meinem Volk zu helfen. Ich weiß. Dafür sind Helden da. Ich bin keine Heldin. Aber ich habe etwas gelernt. Ach ja? Und was? Wie man Gegnern mit schlechten Witzen entwaffnet. Also, das sind gute Witze. Aber Humor ist natürlich subjektiv und... Danke, Spider-Man. Für alles. Keine Umarmung. Ja, sicher. Klar doch. Hey, kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Ich würde schwimmen, aber diesen Flussgeruch kriege ich nie wieder raus. Geil. Bros, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, Bros. Episches Finale, Mann. Krass. Krass. Stanley Rip. Rest in peace, Bruder. Krass, Gänsehaut. Gänsehaut. Baba. Krass, Mann, damit habe ich das nicht gerechnet, Alter. Stan Lee, Alter. Geil. Was soll ich noch sagen, Mann? Egal, gucken wir erstmal, was weitergeht. Oh shit, Miles, Bro. Ich glaube, die Netzschießer sind etwas eng. Man gewöhnt sich dran. Versuch mit mir mitzuhalten. Oh shit. Do it! Do it!
Okay, krass. Ich glaube, das war eine Vorschau. Krass, Mann. Glückwunsch. Du hast die Story Silver Lining abgeschlossen. Damit endet die Stadt, die niemand schläft, Geschichte. Gute Arbeit, Held. Gut, Hammerhead ist erledigt. Aber seine Leute sind doch noch da. Die Spinnenarbeit endet nie. Geil, Bros. Das war's mit der Hauptstory von Die Stadt, die niemals schläft. Exklusiv auf der PS4. Und ja, dieser kleine Abspann da eben gerade mit dem Miles ist, ich glaube, ganz stark daran, dass es einen zweiten Teil vom PS4, ob es PS4 exklusiv ist dann in Zukunft, das weiß ich nicht. Ich glaube, auf jeden Fall, erstens, es wird auf der PS5 stattfinden. Auf der PS4 glaube ich nicht mehr. Und dass es eine Fortsetzung geben wird, definitiv. Also ein Spider-Man Teil 2. Und dass auf jeden Fall der Miles damit einbezogen wird. Und ja, Bros, das war's auf jeden Fall. Lasst mir ganz gemütlich ein Like da und abonniert ganz gemütlich meinen Kanal für weitere Gameplays, für weitere geile Sachen, die auf euch zukommen werden in Zukunft. Es war richtig geil. Ich hoffe, ihr habt es genossen, Alter, und es hat euch auch gefallen. Und ja, checkt meine anderen Videos ab. Und in diesem Sinne, Bros, ihr habt jetzt zwei gesehen. Die DLC-Geschichte, aber an für sich würde die Hauptstory auf jeden Fall nochmal ein Spiel wert sein. Wenn ihr es nicht getan habt, dann macht's auf jeden Fall, Bros. Und ja, in diesem Sinne, Bros, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!